da jetzt auch noch was mit. So, also heute Chemnitz vor der Freien Presse. Mahnwache, Lügen und Panik im Regierungsauftrag, Freie Presse, unsere Heimatzeitung. Ja, mal sehen, ob sie sich darum kümmern, ob sich hier was ändert, zum Guten natürlich. Und das ist ja entscheidend. Normalerweise, Journalisten sollten eigentlich neutral berichten. Was machen sie? Nicht neutral berichten. Also das ist diese Aktion. Aktion Leuchtturm ARD. Ja, lassen wir mal gucken. Zeigen wir euch mal hier. Multipolarität, Ausgewogenheit, Staatsferne. Jawohl. So, ich kann. Und die werden klipp und klar im Regierungsauftrag erteilt. In der DDR wurde das Westfernsehen verboten, mittlerweile bin ich auch dafür, liebe Freunde. Jawohl. Sprich mir aus dem Herzen. Ich lese euch jetzt mal was vor. Und zwar ist das 1989 zur Wende vom DDR-Staatsfernsehen verkündet worden. Ich zitiere wörtlich. Unsere Mitverantwortung an der entstandenen Krisensituation in der DDR konstatieren wir mit tiefer Betroffenheit. Wir haben es zugelassen, dass unser Medium durch dirigistische Eingriffe missbraucht wurde. Dadurch wurde das Vertrauen vieler Zuschauer und nicht zuletzt vieler Mitarbeiter im DDR-Fernsehen erschüttert. Dafür bitten wir die Bürger der DDR um Entschuldigung. Jawohl. Liebe Freunde, das hat dieses Mal verzeihen wir gar niemanden. Jawohl. Weil wenn diese Medien nicht mitgespielt hätten, wäre diese Wahnsinnssituation überhaupt nicht zustande gekommen. Richtig. Was hier abläuft in diesem Land ist einmalig. Und das nur, weil diese Medien völlig auf Regierungskurs ist und unsere Regierung natürlich auf Kurs von denen, die sie bestimmen und diktieren und nichts anderes. Genau so ist es. Die Freie Presse war in der DDR, ich weiß nicht, ob ihr das alle wisst, die auflagenstärkste Regionalzeitung. Und selbst heute noch erreicht die Freie Presse mit ihrer Zeitung sehr, sehr viele Leute. Mittlerweile tun die auch viele online lesen. Und ich weiß nicht, ob sich der eine oder andere vielleicht damit beschäftigt hat, die Freie Presse gehört der Medienunion GmbH Ludwigshafen. Und ein Dieter Schaub hat diese Freie Presse gekauft zur Wende. Sein Sohn hat jetzt als Verleger das übernommen, Thomas Schaub aus Ludwigshafen. Und der Dieter Schaub, der die Freie Presse hier gekauft hat, ist ja Milliardär. Also ich rede nicht von Millionär, ich rede von Milliardär. Und was wichtig ist, ein enger Weggefährte Helmut Kohls. Und Helmut Kohl, wer war das Ziehkind von Helmut Kohl, wissen wir ja alle, eine einzige CDU-Küngelei. Und habt ihr schon mal was erlebt, dass diese Presse hier, wo wir jetzt heute stehen, irgendwas über die CDU Negatives in der letzten Zeit geschrieben hat? Wem haben wir diesen ganzen Schlamassel zu verdanken? Herrn Habeck nicht, der macht jetzt bloß mit intensiver Geschwindigkeit weiter. Aber wir müssen immer daran erinnern, wir haben das anderen Leuten zu verdanken. Nämlich diesen CDU-Sumpf, die vorneweg dran waren. Und in der Landesregierung nicht anders. Ihr werdet nie was Negatives von der Freien Presse hier hören, was diese Landesregierung betrifft. 30 Jahre lang, genau. Im Übrigen wurde die Freie Presse 1990 ohne Ausschreibung, die Treuhand musste ja damals alles ausschreiben, die wurde ohne Ausschreibung auf Zutun Helmut Kohls, auf Intervention
vom Bundeskanzler persönlich an den Herrn Schaub verkauft. Ja? Kohl, Merkel, Kretschmer und so weiter. Alles alte Seilschaften. So. Und wenn wir hier heute schon stehen, lasst uns alle gemeinsam schon gedenken, was wir für Opfer gebracht haben in der Corona-Zeit. Ja? Wir, die durchgehalten haben und immer wieder uns beschimpfen lassen haben müssen, auch von dieser sogenannten Heimatzeitung. Ja? Beschimpfen lassen, immer wieder beschimpfen lassen als Corona-Leugner, als, was gibt's noch, Faschisten und Nazis immer sowieso alle und so weiter und so fort. Jetzt dreht sich das Blatt langsam. Jetzt dreht sich das Blatt. Insofern, jetzt können sie nicht mehr anders. Das RKI hat ja, ein hochrangiger Beamter hat ja gestern zugegeben, dass wir mittlerweile über 500.000 schwere Fälle haben nach der Impfung. Und das Blatt wird sich jetzt langsam, aber sicher drehen. Und wir werden nicht mehr als Schwurbler und dumme Leute dastehen, sondern irgendwann werden sie uns recht geben, werden sagen, ja. Es geht auch nicht darum, hier recht oder nicht recht zu haben. Es geht nur um die Wahrheit, genau. Dass die Wahrheit ans Licht kommt. Und ich denke, liebe Freunde, wir sind auf dem besten Weg dahin, denn niemand kann das mehr aufhalten. Und wenn ich jetzt mal hier zwei Artikel der Freien Presse, Moment, der letzten Wochen mal einfach so rausgepickt habe von der ersten Seite, Freie Presse 6.8., wer es lesen möchte, kann gerne hier das mal lesen. Urlaubszeit trifft Sachsen auf Rekordkrankenstand. Kein schlechter Artikel. Viele haben Urlaub, mitten in den Ferien. Aber wer ist denn krank zurzeit? Wisst ihr das, wer krank ist? Wir wissen das doch alle. Wir brauchen doch nicht mehr zu überlegen. Also ich kenne niemanden, der ungeimpft zurzeit krank ist. Oder kennt ihr jemand? Vielleicht ist mal einer krank. Ja? Aber wer wird jetzt mit positiv eingeliefert ins Krankenhaus oder ist zu Hause? Wer? Verheimlichen die Wahrheit. Zweiter Artikel. Antikörper hält alle Formen von Covid in Schach. Ganz hochinteressanter Artikel. Also hier geben sie erstmal offiziell zu, ja, also wer Covid hatte, ne, der hat ja viele Antikörper, braucht sich eigentlich nicht mehr impfen zu lassen. Ein Tag später ist aber die Propaganda wieder drin, ja, zur zweiten und dritten und vierten Impfung. Also diese Zeitung macht dort insgesamt mit, wo die anderen auch mitspielen. Ne? Das ist nichts anderes. Genauso lügen und betrügen die ganze Zeit die Leute. Also wer es will, kann sich das mal durchlesen. Ich hoffe... Schizophren, genau. Ich hoffe, dass ihr dann alle beim Spaziergang dabei seid. Von mir soll es erstmal gewesen sein. Uwe, wo steckst du? Komm mal wieder zu mir. Genau. Achso, er spricht gerade von. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Kolleginnen und Kollegen, dass wir sowas noch nicht erlebt haben. Mir sind solche Fälle bekannt und sie dürften lediglich die Spitze eines Eisbergs sein. Manche von euch werden nun sagen, das ist nichts Neues. Das hat es schon immer gegeben. Das hat mit dem Einfluss der politischen Parteien auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu tun. Ja, damit habt ihr recht. Der Einfluss der politischen Parteien ist einer der grundlegenden Fehler in der derzeitigen Konstruktion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das erklärt noch nicht, warum der öffentlich-rechtliche Rundfunk seit mehr als 2 Jahren nur noch die Meinung der Regierung verkündet, anstatt sie kritisch zu begleiten und auch abweichende Meinungen zu Wort kommen zu lassen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird seinem in unserer Verfassung verankerten Auftrag nicht mehr gerecht. Seitdem 2019 die Trusted News Initiative gegründet worden ist, mit dem Ziel, sogenannte Falschinformationen zu unterdrücken. Die Trusted News Initiative ist ein Zusammenschluss großer internationaler Nachrichtenagenturen, internationaler Zeitungen,
fast aller großen Tech-Konzerne und der Europäischen Rundfunkunion, zu der auch ARD und ZDF gehören. Ihr könnt das auf der Webseite der BBC nachlesen. Diejenigen von euch, die nun sagen, dass es gut ist, wenn falsche Informationen unterdrückt werden, haben ein anderes Verständnis von Journalismus als ich. Meine Worte richten sich an diejenigen unter euch, die sich nichts diktieren lassen wollen und lieber selbst herausfinden, was richtig oder falsch ist. Diese Kolleginnen und Kollegen frage ich, wie lange wollt ihr es noch mitverantworten, dass Menschen ausgegrenzt oder ignoriert werden, als asozial beschimpft, als Spinner herabgewürdigt, als Spalter geframed oder als Nazis diffamiert, nur weil sie eine Meinung vertreten, die nicht zum offiziellen Narrativ passt? Könnt ihr immer noch ruhig schlafen, obwohl euer Verhalten dazu beiträgt, dass dies in Deutschland tagtäglich vielfach geschieht? Ich konnte es im Herbst des vergangenen Jahres endgültig nicht mehr. Damals habe ich aufgehört, für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in seiner heutigen Form zu arbeiten. Stattdessen setze ich mich für einen neuen, gemeinwohlorientierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein. Der SWR hat mir deswegen inzwischen 2 Abmahnungen geschickt. Und es kann gut sein, dass mir nach dem 14. Juli fristlos gekündigt wird. An diesem Tag versammeln sich viele Menschen, die einen unabhängigen Rundfunk wollen, der die Vielfalt der Meinungen in unserer Gesellschaft widerspiegelt, vor einem Funkhaus in ihrer Nähe, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Form einer Mahnwache an ihren in unserer Verfassung verankerten Auftrag zu erinnern. Diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die wie ich den Spagat zwischen Auftrag und Wirklichkeit nicht länger ertragen wollen, rufe ich auf, sich mit allen Gleichgesinnten zu verbinden über die Webseite meinungsvielfalt.jetzt. Meinungsvielfalt.jetzt. Das war, wie gesagt, die ehemals SWR. Thorsten Kreditsch von der Freien zum Dialog. In den vergangenen Wochen mehrfach Briefeinwürfe bei der Freien Presse. Es hatte mir als ein Teilnehmer der Kunden. Wenn mal mehr Menschen hier vor der Freien Presse stünden, dann käme er raus zum Dialog. Aber genau das ist ja nicht das, was er sich vorstellt, weil in einer Stunde stehen ja mindestens 300 Teilnehmer vor der Freien Presse. Da wird er auch nicht runterkommen. Und da führt man auch mit 300 Leuten keinen Dialog. Also so eine kleine Gruppe heute, 50 Leute, das ist ja ideal, vielleicht sogar 40 oder 30, dann würde er doch vielleicht noch eher rauskommen. Dann versteckt er sich dahinter, ihr seid ja zu wenig, mit euch rede ich nicht. Schade. Wir gehen aber nicht weg, wir machen weiter. Wir werden nächste Woche auch wieder die nächste Aktivität bei der Freien Presse in der Art und Weise durchführen. Heute gab es ebenfalls Briefeinwürfe zur Kontaktaufnahme beim MDR Carolastraße 4 bis 6. Die haben ja hier eine kleine Außenstelle. Bei Radio Chemnitz in der Carolastraße, ebenfalls der Verlag Blick. Und wir werden dann noch bei der Morgenpost, bei der Chemnitzer Morgenpost, ebenfalls mit der Redaktion, mit den Geschäftsführern in Kontakt treten. Und das heute per Briefeinwurf. Wir sind am Gespräch interessiert, wir sind am Dialog interessiert. Und das funktioniert erfahrungsweise in kleineren Gruppen besser, Herr Thorsten Kleditsch, als wenn hier 300 Leute auf der Brückenstraße abends ihre Emotionen, eventuell ihre Emotionen freien Lauf lassen. Wir spielen die nächste Musik ein. Danke. Dr. Daniele Ganser, Dirk Pullmann, Willi Wimmer, Thomas Römer. Wir fordern, dass diese Wissenschaftler international anerkannt gleichberechtigt zu Wort kommen. Zensur, die muss beendet werden. Alternative Medien wie KenFM, RT Deutsch, Sputnik und viele andere dürfen nicht gelöscht werden. Thema Energie, wir bekommen damit einseitige Berichterstattung. Es geht nur um CO2 über den menschgemachten Klimawandel. Ich denke hier bloß mal kurz zurück. 2007 gab es eine Bürgerinitiative.
in Chemnitz, die hatte seltsame Streifen am Himmel beobachtet. Da hatte die Freie Presse berichtet und recherchiert. Das Luftwaffenamt und eine weitere Behörde kamen zu der Berichterstattung, es handelt sich um ein Betankungsmanöver am Himmel. 2 Jahre später, 2009, hat in der Freien Presse nur noch über den Max berichtet. Und seit 2009 steht das Thema nur noch unter dem Begriff Verschwörungstheorie. Wir können den Begriff auch nicht mehr googeln, weil die Google-Suchmaschinen sind derart umgestellt, dass bei dem Suchbegriff Chemtrails nur noch Verschwörungstheorie als Ergebnis kommt. Man muss dort wirklich Geoengineering zum Beispiel eingeben. Da kommen natürlich sehr viele englische Texte. Aber dann kann ich mich mit den Wetterphänomenen, was hier passiert, das war dieses Jahr nun wirklich zu beobachten. Wie oft hatten wir Gitternetzlinien am Himmel? Wie lange hatten wir keinen Niederschlag? Das Sonnenverdunklungsprojekt, da müssen Wissenschaftler gleichrangig zu Wort kommen. Das vermitteln. Ja, in der Zwischenzeit, wo die Musik wieder warm läuft, werde ich nur die 16 Überschriften vom Pressekodex verlesen. Ja. Leider fehlen die Kontrollmechanismen. Wahrhaftigkeit und Achtung der Menschenwürde. Zweitens, die Sorgfalt. Drittens, Richtigstellung. Viertens, Grenzen der Recherche. Fünftens, das Berufsgeheimnis. Sechstens, Trennung von Tätigkeiten. Siebtens, Trennung von Werbung und Redaktion. Achtens, Schutz der Persönlichkeit. Neuntens, Schutz der Ehre. Zehntens, Religion, Weltanschauung, Sitte. Elftens, Sensationsberichterstattung, Jugendschutz. 12. Diskriminierungen. 13. Unschuldsvermutung. 14. Medizinberichterstattung. 15. Vergünstigungen. Und 16. Lügenveröffentlichungen. Das waren nur die Überschriften. Es gibt zu jedem Punkt eine Menge zu erzählen. Das möchte ich mir auch an der Stelle ersparen. Fällt da nichts mehr ein. Was macht da ein Kollege, der Lange? Der Kaiser. Ja? Der mal geschrieben hat an der Hausversuchung, der Große. Ach, hat sie wirklich gezogen. Ein Zentral krank saniert. Ja, du bist in Ruhe gelassen von der Bulle und von der Behörde oder so. Nichts mehr. Also ich weiß es nicht, aber
Ja, du? Ich, du? Also ich muss doch ein bisschen Geld haben. Aber hast du so eine Recherchekette? Dann sollten King, Handy wegnehmen und so King nichts? Aus Dresden, nee, Liederbacher, schon. Gitarrist aus Dresden. Noch nicht. Die GEZ-Zwangsgebühren. Momentan ein viel diskutiertes Thema. Es gibt sehr unterschiedliche Auffassungen. Ich möchte nur zu Überlegen geben oder meine Sichtweise darstellen. Ich stelle mich nicht hierher, um 17 Euro Zwangsgebühren im Monat zu sparen. Weil meine Hoffnung, dass wir durch den Wegfall dieser Zwangsgebühr ein Mediennetzwerk finden, das unabhängig und neutral berichtet, daran glaube ich nicht. Die Zwangsgebühr ist momentan unser Hebel. Ich habe meine Geldzahlung an die GEZ eingestellt. Und das mit entsprechenden Briefen auch angekündigt. Ich erwarte, dass ich für das Geld, was ich zahle, eine vernünftige Leistung bekomme. Da bin ich gern bereit, dafür zu zahlen. Die Affäre um Patricia Schlesinger, da schlagen die Emotionen hoch. Wir kennen die Hintergründe viel zu wenig. Dass Patricia Schlesinger Geld veruntreut, verpasst, das gefällt mir auch nicht. Aber die Kampagne, dass jetzt die Frau Schlesinger abgesehen wird, kommt noch nicht von unseren Protesten. Natürlich haben die Medien trotzdem von Protesten, dass wir bundesweit wöchentlich in 70 Städten stattfindet. Aber die Kampagne der Absetzung ist nicht die Schuld von Bilden und Schlinger-Konzernen. Und wenn unsere GEZ-Gebühr wegfällt, wer wird dann wohl die finanzielle Lücke schließen? Entweder die Medien werden das Geld direkt vom Staat erhalten und die Leute gucken gar nicht auf dem ZDF und merken gar nicht, dass große Unfinanzierung stattgefunden hat. Oder der Springer-Konzern freut sich, übernimmt gerne ARD und ZDF und die Leute gucken es einfach weiter und merken gar nicht so richtig, dass es einen Eigentümerwechsel gegeben hat. Ich weiß, es gibt da viele andere Sichtweisen. Wahrscheinlich wird man auch in Zukunft bei der Reformierung über die Höhe der Gebühren reden. Auf jeden Fall, das Geld ist viel zu viel, 8 Milliarden pro Jahr. Das war meine Sichtweise. Danke. Ja, super. Viele wundern sich, warum berichten die Medien nicht alle gleichermaßen. Und hier in dieser Grafik ist es doch sehr schön dargestellt. 2014 war das auch Thema im ZDF, allerdings in der Satire-Sendung Die Anstalt. Von der Atlantikbrücke ist die Verbindung zu sehen zur Süddeutschen Zeitung. Stefan Cornelius, Auslandskorrespondent. Und dort ist auch die Schnittstelle von der Süddeutschen Zeitung, der Jan hat es vorhin schon mal ausführlich besprochen, zur freien Presse. Nämlich über eine Holdinggesellschaft, in der die Medienunion GmbH Ludwigshafen beteiligt ist und Mehrheitseigentümer an der Süddeutschen Zeitung. Der Herausgeber der freien Presse
ist die Medienunion Ludwigshafen GmbH. Und genau das ist die Schnittstelle, wo wir von der freien Presse, Medienunion Ludwigshafen, über die Holdinggesellschaft bei der Süddeutschen Zeitung direkt in der Atlantikbrücke ankommen. Und das ist für jedes Medium, ob Bild, Springer, ARD, ZDF, bis in die Atlantikbrücke hinein nachvollziehbar. Das ist leider keine Satire, wie es 2014 in der Anstalt berichtet wurde. Es ist Realität. Die nächste Musik bitte. Ja, eben den Zwinger haben sie ja gesagt. Das ist wunderschön und trotzdem kann ich heute nicht mit dir essen gehen. Es fehlt mir an mir, meiner Lebensgestalt. Ich hab mich nicht glatt Bauch auf Fleisch aus Massentierhaltung. Und also glauben wir, es wäre nicht okay. Mit Hummus, ich mit Steaks und Veggie-Idee. Und so wird sich mein Herz noch etwas länger quälen. Doch niemals würde ich die Grünen wählen. Noch mehr Steuern, Verbote und ein hübsches Gesicht. Sorry, Kleines, doch das reicht mir nicht. Das reicht mir leider nicht. Ich bin so weltgewandt. Ich stamme aus einem Arbeiter- und Bauernland. Im Moment schon in den Gimmelstern. Und weil es so war, das glaube ich auch gerne. Ich hätte mehr, das nur das eine Geschlecht. Weil ich bin nur ein anderes Gelände, die niemals gelernt. Ich bin mein Herz, das kann aber mich hat es vor Frische, die man eigentlich so erkettet. Wahrscheinlich ist es hier auch wahrscheinlich. Wie wir schon gesagt haben. Sorry, Kleines, doch das reicht mir nicht. Das reicht mir leider nicht. Ach so, ja, die. Kann ich bloß reden? Kann ich reden oder? Nee, es ist in der Öffentlichkeit. Du bist so schick gekleidet, das heißt, wie all die Klonen dir dein Outfit neidet. Ich habe nur den Anzug aus dem Marklitz-Store und nichts aus Fairtrade. Es ist in mir ein Bauer, wie kann es denn sein, dass Kinder nähen dürfen? Sollten noch viel lieber nach Kobolden schürfen, als noch Kribbeln schürfen. Noch etwas länger quälen, doch niemals würde ich die Grünen wählen. Noch mehr Steuern, dass sie vor Entscheidungshalter in Nürnberg und Köln sorry, Kleines, doch das reicht mir nicht. Wo meine Frage wieder eingeladen war, da haben wir mal reingetun auf YouTube. Und wir hatten schon die Märchen wieder so ein Knee los. Sag ich mir einfach nicht. Ganze Zeit haben wir so normal gelabert, aber zum Schluss der Was du bei Danny hat sie hier praktisch in seinem Hause, wo er stolz ist, die Klimaanlagen abzuschalten. Also in der zivilisierten Gesellschaft, das muss man nicht mal machen. Die dicken Karte da richtig. Also da müsste eigentlich der Dümmste sagen, das ist ja gewaltig. Ich habe noch immer eine Klimaanlage dabei. Ja, genau. Schwitzen für den Frieden. Die russische, selbst da auch. Frieden für den Frieden. Das ist die russische. Selber gemachte Sachen. Also selber nichts ein. Selber wirklich nichts ein. Mein Herz noch etwas länger quälen. Doch niemals würde ich die Grünen wählen. Noch mehr Steuern, Verbote und ein hübsches Gesicht. Sorry, Kleines, doch das reicht mir nicht. Und trotzdem waren sie angeblich gewählt, die Grünen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist doch nicht so. Machen wir ja auch Analysen und Lesungen. Es gibt schon so eine Klientel, die, das sieht man ja immer bei den Wahlanalysen, in welchen Stadtteilen, ja, gerade der Großstädte, die gewählt werden. Ja, die in dem eigenen Kosmos leben. Ja. Ja, noch was Schönes. Was zum Heitern, also was zum Aufheitern, und da sage ich wieder, lasst euch euren Humor nicht wegnehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Sehr schön. Selbstbestimmtes Leben. So, also mit den Bildern werde ich mich ja auch mal verabschieden. Macht schön gut. Da hinten in der Ferne kommt der richtige Spaziergang jetzt hier vorbei. Und natürlich werde ich das mit zwei Videos machen. Einmal hier die Mahnwache und dann nachher den Spaziergang. Ja, aber hier stehen bleiben und das nächste Video wird dann hier
losgehen. Macht's schön gut, haltet zusammen. Tschüss.